Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Immer noch zweite Season. Und irgendwie fange ich jede Folge an mit Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Renn dann ganz spontan aus der Tür raus und kümmere mich hier um den ganzen Scheiß. So, apropos Scheiß. Erde. Wow, wir haben eine Erde. Also einmal Erde. Cool. Nehmen wir mal ein bisschen mal mit. Wir wissen ja nicht, wie weit wir hier kommen. Und wieso wird das dann jetzt dunkel? Am Arsch. Gut. Nehmen wir erstmal pennen. Ist natürlich kein Problem. Zack. Eine Runde Hayabutsi machen und dann geht das hier auf jeden Fall los. In der Hoffnung, dass jetzt natürlich wieder kein Creeper kommt. Die gehen mir so auf den Sack. Oh, ich reg mich in jeder Folge darüber auf, aber es wird sich nie ändern. Drecksviecher. So, wir bräuchten... Guck mal, hier haben wir noch ein rohes Hühnchen. Ein paar Äpfel. Steaks haben wir ja auch noch. Haben wir denn echt keine Kohle mehr? Gar keine mehr? Doch, hier ist noch so ein bisschen was. Da ist auch noch so ein bisschen was. Und hier ist auch keine Kohle mehr. Super! Geil! Zack. Gut, packen wir alles hier rein, kein Problem. Wir schnappen uns da hinten einfach mal jetzt die Kohle, die da so rumgammelt. Das liegt hier auch noch nicht. Aber geht schon wieder gut ab. Gut, wir versuchen uns dann hier einfach mal zu dieser Kohle, zu der Kohle vorzutasten. Die nehmen wir mit. Schmeißen die auch einfach mal runter. Ach ja, nee, es ist echt gut, dass hier die ganze Kohle ist. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Guck mal, jetzt ist wohl der halbe Berg hier toll. Toll, jetzt reißen wir den halben Berg ab oder was. Aber es ist halb so wild. Nehmen wir halt mit. Schön Kohle. Zack. Hammer. Ist eine Kohle runtergefallen? Nö, da liegt bloß ein Stein. Oder? Ja, gut. Brauchen wir nicht runter. Alles klar. Und wir wollten was essen. Einen gesunden Apfel. So, Sekunde mal. Da war die Musik doch ein bisschen laut jetzt. Überlegen. Ich denke mal, wir können jetzt die Kohle hier. Machen wir schon mehr 19 Kohle, Mensch, Hammer. Zack und zack. Packen wir die Kohle da rein. Genau. Und wo waren wir denn? Wo waren wir denn letztes Mal eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, wir waren dabei, den Eingangsbereich zu machen. Und irgendwas war passiert. Ich glaube, die Folge war rum. Das geht natürlich gar nicht. Einfach so die Kohle. Die Folge rum. Genau, die Kohle. Jetzt haben wir die Kohle rum. Machen wir so und machen wir so. Und ich denke mal... So. Dann hätten wir das auch. Also ihr seht, ich baue ein bisschen jetzt mittelaltermäßig. Muss mal kurz gucken hier. Dann haben wir hier die Gänge. Dann geht das hier so hoch. Oh, und hier ging es noch nicht weiter. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier auf der Seite nochmal das gleiche Spiel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier einen ran, hier einen ran. Und dann können wir hier die Treppen ransetzen. Da würden dann wieder Mauern hinkommen. Halt die Treppen lassen wir jetzt mal hier so. So. Jetzt habe ich das Holz weggepackt. Pack jetzt mal die Fackeln beiseite. Ist auch ein dramatisches Lied hier gerade, was läuft. Unglaublich. Dramatisch! Aber kein Problem. So. Ein bisschen Drama, Baby, muss ja rein hier. So. Nein. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war denn, wie macht man denn, wie machen wir, wie kann, wie muss, wie soll, wieso und weshalb und warum. So. Dann kommt das hier so hin. Und
ihr seht, hier ist nicht mehr so viel Platz. Deswegen wird dann da auf jeden Fall noch was Schönes rangebaut. Das heißt, wir können ja auch bei Gelegenheit die ganze Häuserwand wieder abreißen. Einfach weil es so schön ist. Alles bauen und dann wieder abreißen. Das ist genau der Sinn, den ich hier so habe. Sage ich jetzt einfach mal. So. Das ist ja Bullshit, was ich hier gerade mache. Bullshit-Sale. So. Und theoretisch müssten wir das hier dann zumachen. So. Muss aber ehrlich sagen, gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ich meine, jetzt machen wir das hier zu. Dann ist aber hier noch so ein bisschen. Keine Ahnung, es ist mir ein bisschen zu eng. Wir müssten das ja hier machen. So. Sozusagen. Nicht quasi. Und was ist, wenn wir jetzt das so machen? Also so und so. Naja, komm. Da war ich auf jeden Fall ganz kurz. Brain AFK sieht ganz kacke aus. Nein, kein Holz. So, so. Wir müssen mal gucken. Also eigentlich müsste das vom Gang hier ein bisschen breiter werden. Aber na gut, was soll es. Ja, wir können hier auf jeden Fall die ganze Häuserwand wegreißen, was aber blöd ist, weil hier die Rückseite schon ist. Oh, Probleme über Probleme. Na gut, schauen wir mal. Wir machen erstmal das hier fertig. Hier kommt ja dann die Wand. Können wir auf jeden Fall mal richtig viele Steine verbraten. So. So. Hier kommen ja auch nochmal Steine ran. Und das hier drinnen können wir ja dann alles mit Erde ausfüllen. Gut, dass wir nochmal welche mitgenommen haben. So. So und Steine. So. Dann haben wir das auch. Dann können wir hier immer nochmal die ganze Erde wegnehmen. Wir haben uns schon wieder ein Stack Erde mitgenommen aus der Kiste, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Wir müssen da hier nur ein bisschen weiter graben. Dann können wir hier nämlich ein bisschen Holz verlegen. Oh. Gut, so viel dann zum Holz. Da können wir auf jeden Fall dann nochmal Holz sammeln gehen. Auch geil. Ach nee, ach nee. Aber dann haben wir den gröbsten Teil hier schon mal fertig. Da ist die Schaufel weg. Nehmen wir mal die nächste Eisenschaufel wieder. Dann geht das Ganze auch ein bisschen flotter. Und flott ist ja immer gut, weil das Gegenteil von langsam. So. Dann haben wir die Ecke hier eigentlich auch größtenteils weg. Was ist denn eigentlich hier? Okay, das Teil muss drin bleiben. Schade, ich dachte, wir können uns noch mal ein bisschen Holz klauen. So. Alles sehr mysteriös hier. Sehr mysteriös. So, dann brauchen wir hier die Erde auch weg. Tja, wird auf jeden Fall ein sehr lustiges Unterfangen, ja, wenn wir hier fertig sind. Aber müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir können uns auch eigentlich mal. Wir haben jetzt so viele Level, können wir uns auch mal einen Verzauberungstisch basteln. Aber ich brauchen wir dafür nicht Obsidian? War das nicht so? Ich meine, es ist ja kein Problem. So ein bisschen Lava kippen wir dann da irgendwie so hin und Wasser und alles Mögliche und da kam was. Aber gut, da müssen wir mal schauen. Das kriegen wir hin.
Aber ich meine so, wir haben jetzt 35 Level. Wäre natürlich schade, wenn dann mal wieder der nächste Creeper um die Ecke kommt und wir dann alle ganz fürchterlich anfangen zu weinen. Also vor allem ich. Ihr ja nicht so. Aber ich hoffe, ihr leidet mit mir. Und ja doch, eigentlich könnten wir das gleich mal machen. Wir müssen ja dann sowieso Holz sammeln, dann können wir noch ein bisschen Holz mitnehmen, organisieren wir uns ein bisschen Lava oder so. Wir müssen ja dann auch in Nether mal ein paar ein bisschen Glowstone zu besorgen. Weil ohne Glowstone geht das nicht. Was wir hier so vorhaben. Da fehlt auch noch einiges. Ah, guck mal hier. Erstmal einen Apfel essen. Und vielleicht noch einen Chicken Wing hinterher. Ja, das können wir eigentlich machen. Dann bauen wir jetzt hier die Bäume ab. Die müssen ja eh weg. Die waren ja nur so angepflanzt, um wieder abgerissen zu werden. Und mir fällt auch gerade ein, wir brauchen noch Blätter. Blätter brauchen wir auch noch einige. Aber die müssen wir jetzt noch nicht holen. Und ich sehe gerade, es wird schon wieder dunkel. Na, dann würde ich sagen, ab ins Bett. Jetzt kommen wir nicht mehr rüber, ne? Doch, da. Sehr gut. So. Aua. Treppe runter. So. Tür zu. Und schlafen. Und dann wird alles wieder gut. Und so erwachte er am nächsten Morgen. Schloss die Tür. Und rannte in sein Verderben. Nein, Quatsch. Steaks. Können wir uns mal so 4 Stück mitnehmen? Wo wir uns jetzt größtenteils doch nur vor der Tür aufhalten. Das ist also halb so wild. Dann schnappen wir uns den Baum hier. Der muss dran glauben. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Setzlinge wieder mitnehmen. Und für alle, die nochmal gefragt haben, ich benutze das Honeyball-Texturenpack, was es leider in der aktuellen Version nicht gibt. Das muss man dann leider mit dem MC-Patcher patchen. Oh, wieder so ein scheiß Riesenbaum hier. So. Hier kommen wir noch ran. Da kommen wir dann nicht mehr ran. Dann schnappen wir uns mal so ein bisschen Erde und bauen uns da mal hoch. Weil wir wollen ja nicht rumschlumpen. Wenn Baum ab, dann ganz. So. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir ran. Boah, wie hoch ist denn der Baum? Voll übertrieben. So, hier haben wir auf jeden Fall überall Holz noch. So. Da ist noch ein Äpfelchen. Ach ja. Jetzt die Timmermod. Das wäre geil. Aber nein. Aber nein. Was man natürlich auch machen könnte, ist einfach mal die ganze Welt auf den Server packen und dann hätte man ja mit Hilfe von Plugins viel mehr Möglichkeiten. Dann würde das Ganze wahrscheinlich auch funktionieren. Aber halt noch nicht jetzt. So. Da müsste man dann mal schauen. Wie gesagt, wir haben ja einen Server, aber da müsste man jetzt so noch ein bisschen was machen, damit das so gesehen möglich ist. Hier sind so viele Stämme drin. Ich glaube, ich schnappe mir gleich ein Feuerzeug. Aber es wäre ja Blödsinn, weil dann unser Holz auch mit abbrennt. Dann haben wir es. So. Ja, sieht gut aus. Baum löst sich auf. Oh. So, dann buddeln wir uns wieder nach unten. Schnappen uns das ganze Holz. Und die Setzlinge. Und die Äpfel.
Und hier backt schon wieder einiges rum. So. Ah, Mann, wir brauchen so viel Holz, das ist eigentlich voll uncool. Aber gut. Das habe ich mir ja nun so ausgesucht. Und hier ist noch so ein Baum. Ich glaube, ich sollte aufhören, die Bäume so nah aneinander zu pflanzen. Man sieht ja, was dabei rumkommt. Ein Haufen Arbeit. So. Und weg. Und dann haben wir die, und dann haben wir die, und dann haben wir die. So. Tja, so ist das mit dem Licht. Hier sind überall Baumstämme versteckt. Überall. Da ist auch noch was. Dann werden wir jetzt mal freilegen. Ich hoffe mal, die Axt hält jetzt so lange durch, weil... wäre besser. So. Da ist noch ein Baumstamm. Stämmchen. Dingens. Bumsen. Kirchen. So. Ja. Achso, und letztens habe ich mich ja auch tierisch amüsiert. Da hat mir tatsächlich einer in die Kommentare reingeschrieben, du bist scheiße. Und muss ich ehrlich sagen, das kann gut sein, aber wenn ihr reinschreibt, dass ich scheiße bin, dann sagt doch bitte auch warum. Weil ich will ja auch besser werden für euch, damit ihr eben mehr Spaß habt. Bei mir ist es egal, weil ich habe meinen Spaß. Aber wie gesagt, es soll ja für euch auch angenehmer sein. Angenehm, wie auch immer. Und dann haut da einfach mal einen raus. Sagt mir, was Phase ist. Was ist euer Problem, verdammte Axt? So. Ich glaube, das haben wir jetzt hier. Ja, wüsste ich wieder nicht. Doch jetzt. Okay. So. Dann sammeln wir das hier wieder ein. Da drüben ist auch noch ein bisschen Kram. Haufenweise Äpfel, hier sind wieder Schweinchen. Ein Schweinchen namens Babe. Was haben wir denn jetzt? Knapp 2 Stacks? Naja, das ist ja, kann man noch mit arbeiten, Mensch. Dann machen wir das noch voll. Immer noch nicht. Da ist noch was. So. Rup. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Stecks voll. Dann hauen wir jetzt mal die Setzlinge wieder hin. Haben wir ja auch so jetzt so ein, zwei mitgenommen. Ein Apfel, der muss mit. Und dann werden wir hier die ganze Erde voll Samen vollsetzen. So, die Hühner lassen wir. Wir lassen jetzt einfach mal alle hier so am Leben. Ist keine Lust hier auf Tiermord und so. Ist eigentlich schade, dass sie alle so alle getötet werden müssen. Aber gut, wir wollen ja auch überleben. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich, habe ich nicht letztens irgendwas gefaselt von wegen, wir müssen uns ein Weizenfeld machen. Damit wir auch mal was zu essen haben und nicht immer die armen Tiere schlachten müssen. Mal weiter wegpflanzen ging nicht, wahr? Typ, ey. So. Zack. Das war ein zu kurzer Sprung. Okay. Dann machen wir uns jetzt wieder zurück. Haben wahrscheinlich noch mehr Setzlinge da jetzt. Aber ist kein Problem, nehmen wir alle mit. Darauf erstmal ein schönes, saftiges Steak. Ja, okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt.